Hey Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Diesmal was Ungeplantes. Ich habe auch den Hut nicht dabei, weil ich ihn ehrlich gesagt am Vergessen habe. Und zwar habe ich heute Prime Hydration Ice Pop. Also bleibt dran. Yo, Prime, das ist ja so eine... Ja, so ein trendy Getränk, würde ich sagen. Also ich habe das neulich an einem Kiosk ungelogen gesehen für 8 Euro die Flasche. 8 Mäuse, diese kleine Flasche. Da sind 500 Milliliter drin, koffeinfrei. Ja, die habe ich für 8 Euro gesehen. Und jetzt habe ich sie, und da habe ich mir gedacht, also für 8 Euro, Leute, ganz ehrlich, ich kaufe mir viel selber, aber für 8 Euro ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Das ist genau wie mit diesen komischen Chips da, diese Taki oder wie die heißen. Braucht kein Mensch. Materialwert, diese Taki-Chips, vielleicht 50 Cent, ja? Maximal. Mehr ist das nicht. Das ist ein paar Gramm Chips drin und dafür zahlt man 6, 8 Euro. Kloppt. Ja, aber ich habe es hier an der Tankstelle, an der Esso genau genommen, in Frankfurt habe ich es gefunden für 3,99. Dazu kommt natürlich noch der Pfand. Und da habe ich gedacht, ja komm. Das kannst du dir mal gönnen. Hauptsache das Video ist abgehakt. Dann haben wir das getestet, aber ich habe nicht genug Geld gehabt für 2 Sachen zu kaufen. Also habe ich mich für Ice Pop entschieden. Ja, zu den Kalorien lässt sich sagen, pro Flasche sind es 25 Kalorien. Unglaubliche. 25 Kalorien und 1 Gramm Zucker nur drin. Also das muss ja richtig reinhauen. Und das ist aus Amsterdam. Es hat auch Amsterdam, also es hat auch Holland Farbe. Oder? Holland? Ist Holland so rum? Oder ist Holland so rum? Weiß gar nicht mehr. Das könnte auch Frankreich sein. Frankreich. Ha! Geil! Pfand ist am Start und der Becher ist auch am Start. Also, vom Design her sieht schon mal cool aus. Also mit der Fahne, da kann man ja einiges anfangen. Das sieht cool aus. Kann man nicht meckern. So. Oh, das riecht aber komisch. Das riecht wie so eine... Das riecht wie... Das riecht ein bisschen nach Weihnachten. Was? So nach Lebkuchen und so. Irgendwas Gewürziges. Irgendwas Lebkuchen-Gewürzmäßiges riecht es. Ich weiß nicht warum. Kann ich euch nicht sagen. Also schenken wir ein. Also. Es ist. Es riecht wie eine Mischung aus Gewürzen und. Und wenn man. Wenn man eine Vitamintablette in Wasser auflöst, dann kommt auch ungefähr sowas raus, nur mit Sprudel. Hier ist überhaupt keine Bubbles. Null, nix, gar nichts. Null, gar keine Bubbles. Das sieht aber okay aus und, dafür, dass es hier, was haben wir denn hier? Ach, das ist Kokosnusswasser. Warte mal. Es riecht aber nicht sehr nach Kokosnusswasser. Also, Kokosnusswasser, 10% Kokosnusswasser drin. Refresh und Next Level Flavor. Ice Pop Flavor. Naja, gut. Also das Design schon mal 4 Sterne dafür. Es hätte ein bisschen besser sein können, aber ist okay soweit. Okay, Prost. Also ganz ehrlich, wisst ihr noch, was das schmeckt? Es schmeckt nach Traubenzucker. Es schmeckt richtig krank nach Traubenzucker. Ja, wenn ich diese kleinen Bonbons, die man bei der Apotheke bekommt, diese Traubenzuckerli, wenn die zerstoßen würde und würde die in klarem Wasser auflösen.
Und da ist es auch ganz egal, welche Geschmacksrichtung. Gibt ja mehrere Geschmacksrichtungen, die haben andere Farben dann. Wenn man die zusammenmischt, ist egal, wie bunt durcheinander gewürfelt. Man macht die in Mörser, macht die klein und löst die in Wasser auf. Dann hat man genau das. Und dafür zahlen die Leute, also in meinem Fall 4 Euro, etwas über 4 Euro. Und an manchen Kiosken 8 bis 10 Euro pro Flasche zahlen die da. Also, wo soll das mit dieser Welt noch hinführen? Wohin? Ja, also, mir sagt das gar nichts. Im Gegenteil, ich krieg davon ein bisschen Sodbrennen sogar. Wenn ihr es anders seht, schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Also, ich finde nicht, dass das ein Getränk ist, was unbedingt gut schmeckt. Da ziehe ich mir lieber einen Energy-Drink hinter die Binde, ohne Zucker oder so. Ja, da habe ich mehr gekonnt, weil erfrischen tut das mich jetzt nicht wirklich. Das macht mich im Gegenteil sauer, weil der Materialwert von dem Zeug ist gleich null, quasi. Und Kokosnusswasser merke ich da auch keins. Also das ist Quatsch. Tja, das war mein Statement dazu, zu dem Prime. Vielleicht gibt's ja noch, also vielleicht kommen wir ja mal dazu, andere zu testen. Aber der ist schon mal abgehakt und der ist nix. Also der kriegt einen drohenden Stern von mir. Viel mehr ist es nicht wert. Sorry, Leute. Ja, würde ich sagen, seid ihr am Start, trinkt ihr so Zeug, kauft ihr für viel Geld so Zeug oder gar diese Chips, macht ihr das, macht's bloß nicht. Das lohnt sich nicht. Haltet euer Geld zusammen, da wisst ihr, was ihr macht. Würde ich sagen, kleines Abo wäre nicht verkehrt, ein Like wäre nicht verkehrt und gute Fahrt, Jungs und Mädels.